Ich danke der AMD und ich danke auch euch, dass ich vor euch sprechen darf. Es ist immer spannend, zu diesem Thema was sich auszudenken, weil es ist ja auch für uns, wie ihr vorstellen könnt, ein wichtiges Thema, dass wir ein bisschen verstehen, wie TV in der Zukunft genutzt werden wird. Ich will gleich vorweg sagen, hätte man jetzt den Auftrag an jemanden von YouTube oder jemanden von ARD ZDF gegeben, wäre wahrscheinlich die Antwort koloriert, so wie auch meine Antwort koloriert ist. Das heißt, ich ziehe natürlich stark aus den eigentlichen Daten, die wir von Sato haben. Ich habe es in drei Teile gegliedert, wer der TV-Nutzer ist, wer er eigentlich heute ist, und dann kurzer Ausblick, was wir denken, was er in Zukunft will. Dann das Angebot, was es umfassen soll, was erwartet wird, wie er sich entwickeln mag. Und dann die Anbieter, was ist die Dynamik in dieser Industrie. Und weil ich mehr Slides hier habe, als ich Zeit habe, habe ich die Zusammenfassung immer gleich vorweggenommen. Dann habt ihr wenigstens mal das zu mitnehmen und dann arbeiten wir uns ein bisschen durch die Slides durch. Also der TV-Nutzer heute ist jung, männlich, gebildet, technikaffin, wen wundert's, nutzt Online-TV-Angebote als Zweitgerät, schaut ganz klassisch, zahlt primär durch seine Aufmerksamkeit und Zeit, aber es gibt etwa 5%, die zahlen dann auch für Premium-Dienste. Also, das ist alles andere als eine klassische Alterspyramide, was Sie hier sehen in der Verteilung von Sato. Das ist eher wie eine Birne, wie Sie es in den islamischen Ländern in der Altersverteilung sehen würden. Das heißt, massiv viele junge Leute sind hier und man sieht im Islam, was passiert, wenn so viele junge Leute zusammenkommen. Es gibt halt doch eine Art Revolution. Jetzt wollen wir die nicht vorwegnehmen im TV. Ist es halt doch so, dass die Inhalte einer langen Kette entspringen, die irgendwo in Hollywood oder hier in München ihren Ursprung nimmt, und daher können die jungen Leute jetzt nicht einfach so auf Revolution machen, gerade dann, wenn die Inhalte eben auch professionelle Inhalte sind. Aber auf YouTube gibt es natürlich auch in Deutschland etwa 5 YouTube-Stars, die offenbar ziemlich gut Geld verdienen und sind zum Teil 15 Jahre alt. Und was, wenn die dann mal 20 sind? Ja? Also, was da in 5 Jahren geschieht, das weiß eigentlich niemand. Noch ein Wort zur Geschlechterverteilung. VW hatte mal eine Kampagne in den USA, die hieß Drivers Wanted. Das war, als sie eigentlich zu wenig Autos verkauft haben. Das war eine gute Kampagne, hat auch funktioniert. Sie haben jetzt mehr Fahrer, auch die Autos wurden besser. Online kann man eigentlich sagen, Females Wanted. Diese Verteilung der Geschlechter ist gleich. In USA und in Europa, quer über alle Dienste, sehen Sie diese Verteilung. Es gibt vielleicht mal hier und da eine Ausnahme, es ist wirklich nur eine Ausnahme. Also wir gehen schon davon aus, dass jetzt mehr Frauen auf diese Dienste zugreifen werden, dass sich eigentlich das dem Bevölkerungsschnitt angleicht. Geschaut wird jeden Tag, stärkster Tag ist übrigens der Sonntag. Geschaut wird sehr stark zu Hause, zunehmend natürlich auch unterwegs, aber man soll nicht vergessen, sehr stark zu Hause. Also alle die, als wir Sato gegründet haben, uns damals eigentlich gratuliert haben, gesagt, das wäre jetzt eine tolle Sache fürs Büro und für unterwegs, die haben nicht begriffen, dass es zunächst einmal ganz klassisch zu Hause abläuft. Da ist der erste so Boden, wo dieses Zweit-TV, das eigentlich Sato anbietet und das auch andere anbieten, zuerst mal wachsen lässt. Ja. Auch die Zuschauer-Tageskurve ist ganz klassisch. Sie sehen die rhythmischen Tagespeaks. Sie können sich übrigens vorstellen, was für ein Albtraum das ist, netzwerktechnisch. Das sind ja Peaks zum Teil ums Hundertfache. Und jetzt sehen Sie auch, dass es zum Teil natürlich bei Sportereignissen und so weiter auch zu Tagespeaks untertags kommt. Die sind aber auch dann noch nicht so groß wie der Abendpeak. Der Nutzer ist gebildet und ihn interessiert Technik, also wen wundert's. Und er
ist also überdurchschnittlich gebildet jetzt im Vergleich zur im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung. Er ist urban. Das ist jetzt ein Schweizer Beispiel. Wir haben das gleiche Chart aus Deutschland. Ich habe es nicht gerade auf Anhieb gefunden. Sie mögen mir das verzeihen. Aber in Deutschland insbesondere gibt es also keine Kluft zwischen Ost und West. Das fand ich bemerkenswert. Also wir können die nicht feststellen. Weder wird dort mehr Zato geschaut, noch wird dort weniger Zato geschaut als im Westen. Und in der Schweiz haben wir genau die Bevölkerung abgedeckt. Die Bevölkerungsabbildung auch in den verschiedenen Sprachen ist ziemlich genau wie auf Zato. Jetzt, was man sagen kann, ist, der Zato-Nutzer ist ein urbaner Nutzer, ist aber auch die Bevölkerung generell. Also die wohnt eigentlich in Städten und in der Agglomeration, aber ist ein urbaner Nutzer. Er greift, wie ich schon vorher gesagt habe, zu Online-TV als Zweitgerät. Also der große TV ist besetzt, und was ich jetzt entdeckt habe, auch eine tolle Nutzung, der große TV ist nicht besetzt, aber der wird ja immer größer. Und wenn er besetzt wäre, könnten Sie im Wohnzimmer nicht mehr arbeiten, weil Sie das Plärren des TVs nerven würden. Sie könnten nicht mehr essen, nicht mehr kochen, weil das Kind irgendeine Show sehen will. Und dann geben Sie halt dem Kind ein iPad mit Zato drauf oder ein Laptop oder sonst was, und es ist versorgt und Sie können den großen TV ruhig auch mal auslassen, ja, und einfach auf den Zweitschirm verweisen. Also auch das ist eine gute Nutzung. Ja, man würde nicht daran denken, aber wenn die Big Screens immer größer werden, ja, wer hat eigentlich daran gedacht, was es dann bedeutet, wenn die Kiste riesig wird und dann auch noch an ist und die Wohnzimmer immer offener werden und die Kiste dann im fließenden, so nicht unterteilten Wohnzimmer ist, dann wird das tatsächlich ein Thema. Jetzt sind wir ja werbefinanziert, deswegen interessiert uns natürlich die Werbung. Wir haben auch diese Kanalwechselwerbung erfunden, und auch da ist dann die Frage, wird die akzeptiert? Ich weiß zum Beispiel, dass die Telekom sehr viel Geld ausgegeben hat, um das Zappen zu verschnellern, weil das ist ein Problem bei IPTV. Wie ihr alle wisst, im Internet wird gebuffert. Und wir haben es eben anders gelöst. Wir haben diese Buffering-Zeit haben wir belegt durch Werbung, damit wird es ein bisschen kurzweiliger. Und der Kunde findet das gar nicht blöd. 90% fühlen sich wenig gestört durch diese Art von Werbung. Er bezahlt also lieber mit seiner Zeit als mit Geld. Und wenn man die Einkommens- oder Revenue-Verteilung anschaut auf Zato, von den Nutzern her sind es nur 5%, die dann also zahlen, aber sie machen immerhin 25% der Revenue aus, aber das Gros der Einkünfte ist also aus der Werbung. Gut, das bringt mich jetzt zum Abschluss des ersten Teils und zu einem Ausblick zum User von morgen. Also er will natürlich TV auf allen Devices, vom Handy bis zum Big Screen, und er will Recording in der Cloud. Es ist jetzt lustig, dass Apple das gerade angekündigt hat mit ihrem Cloud-basierten Dienst. Das wird einfach zum Standard werden. Amazon und eben jetzt Apple und ein paar andere machen es vor, wie das geht. Und diese Dienste wollen eigentlich dort abgelegt sein. Es macht eigentlich auch energietechnisch, wenn man sparen will, macht es keinen Sinn, all diese Rekorder zu betreiben. Ist eigentlich ein Unsinn. Rechtlich kann man es ja immer noch lösen, wenn es in der Cloud ist. Ja. Er will Empfehlungen. Ich komme dann noch dazu, weil das ist ein schwieriges Thema. Und er erwartet einfachen Zugang zu zusätzlichen Informationen rund um das betrachtete Programm. Jetzt, das Angebot soll also, wenn es auf den Nutzer eingeht, alle Devices umspannen und soll Recording in der Cloud bieten. Wen wir jetzt ein bisschen ausgeklammert haben und auch einbringen wollen ins Bild, ist natürlich derjenige, der eigentlich für den ganzen Spaß zahlt, und das ist der Werber. Wir haben vorher sehr auf den Nutzer fokussiert, aber derjenige, der das eigentlich steuert, auch das Free TV, wie wir es heute sehen, ist eigentlich, also man kann TV ja nicht diskutieren, ohne über die Werbung zu sprechen. Es ist ja eigentlich ein einziges Werbethema. Die möchten eigentlich ihre Werbung mit Targeting ausliefern.
Dann zu den Devices. Es gibt viele Devices, aber ich möchte hier bewusst einen Akzent setzen. Ich lehne mich da ein bisschen heraus und ich erkläre dann, wieso. Ich glaube, das Smart TV ist sehr wichtig. Und Social ist unklar. Ich äußere mich dann kurz dazu. Also jetzt einfach, um ein Beispiel zu machen. Ich bin jetzt nicht hier, um uns zu promoten, sondern es gibt halt Dienste, die auf allen Devices TV anbieten. Wir sind jetzt so ein Dienst, wir haben eigentlich das eben auch erfunden und wir machen es auch in den meisten Ländern. Wir haben also ein umfangreiches Recording in der Cloud. Da werden in der Schweiz jetzt 100 Kanäle in PAL-Auflösung abgegriffen. Es wäre auch kein Problem, jetzt auf HD zu gehen. Es gibt einfach noch nicht so viele HD-Sender. Und das 24/7 über die letzten 90 Tage, das heißt 200.000 Stunden werden hier aggregiert. Jetzt muss man dem Dienst aber auch beitreten und dann so lange bleiben, sonst hat man natürlich nicht die 200.000 Stunden. Also wir sind jetzt kein Filmverleih, sondern man muss sich anmelden, muss sagen, ja, ich will den On-Knopf auf allen 100 Rekordern drücken und will den anlassen und will die mit Endlos-Tape bestücken. Und dann läuft das in dieser Form ab. Ja. Und wir zahlen auch die Rechte dafür. Und dann ist das ausspielbar. Und wir haben extra hier im Hintergrund sehr viel gebaut. Wir werden jetzt von Kablern und anderen gefragt, wie wir das technisch gemacht haben, weil das haut die um. Weil die haben zum Teil jetzt Recording über 24 Stunden, aber nicht über 90 Tage. Ja. Weil wenn man so viel recordet, dann muss man das Filesystem anders bauen, als es irgendwie im Handel erhältlich wäre. Also wir können jetzt nicht irgendwo zum Handel gehen und RAID 5 Discs kaufen und das zusammenstöpseln und dann läuft das. Also wenn Sie wirklich Recording haben wollen, wo dann viele Leute gleichzeitig zugreifen können und die Wartezeit soll nicht so lang sein und soll nichts verloren gehen, das heißt, es muss redundant sein, dann muss man was Eigenes bauen. Wir sind sogar in Zeitungen integriert. Das ist jetzt nicht ein Riesenpunkt für die Zukunft, aber ich habe es mitgebracht, weil es vielleicht in Deutschland noch spannend ist, weil es das hier eigentlich nicht gibt. Es ist also Live-TV in einem Bild, in einem Frame, in der Zeitung integriert. Das ist vor allem dann spannend, wenn die Zeitung Live-Berichterstattung macht und zum Beispiel einen Ticker dazu fügt, also zum Beispiel bei einem Sportereignis, das live eigentlich mit ihren Journalisten, ja, begleitet, weil wir bei Zato wollen keine Journalisten aufbauen, die den Inhalt jetzt irgendwie begleiten. Und für uns ist eine spannende Experimentierform. Man kann natürlich auch einfach TV schauen, das geht auch. Das ist jetzt das Bild, wo man einfach TV schauen kann. Aber das Spannendere ist dann das wirkliche Einbetten eines Live-Ereignisses für den Journalisten. Und wir haben das auch rechtlich gelöst, wir haben es auch HTTP-mäßig oder HTML-mäßig ganz einfach gemacht. Das ist eine Codezeile, die der Redakteur einfügen muss und dann läuft der Kanal von Zato. Das braucht einiges an Hintergrundarbeit, damit das überhaupt geht. Und jetzt höre ich oft, dass wir so ein Sonderfall sind und so hat natürlich schon die Zato-Story auch begonnen. Wir sind ja eigentlich ein Spin-off von der amerikanischen Uni. Und wären gerne in den USA geblieben, aber Sie sehen es ja, in Amerika gibt es jetzt kein Online-TV wie Zato. Das gibt es einfach nicht. Es hat verschiedene Gründe dafür. Aber wir haben uns orientiert, global, das ist eigentlich eher selten für ein US-Startup, und haben zufällig die Rechte hier gefunden und kamen also hier hin. Wären die Rechte jetzt in Singapur gewesen, wäre ich jetzt in Singapur. Und also auch da haben wir geschaut und breiten uns jetzt aus, weil wir wollen nicht ein derart komplexes System mit so viel Aufwand bauen für eine kleine Schweiz, sondern das ist jetzt unser Labor, unser Petri-Tisch, wo die Bakterienkultur wachsen soll und dann wollen wir diese Mixtur dann ins Ausland bringen. Und wir sind jetzt in 6 Ländern und ich darf heute vermelden, wir haben jetzt 3 Millionen Nutzer in Deutschland, das wurde mir gerade vom Team zugetragen, also 3 Millionen registrierte Nutzer in Deutschland. Jetzt, was die Werber schätzen, ist also eben dieses Targeting in der Werbung. Ich muss ja die Chart nicht genau durchgehen. Sie können einfach sehen, also eigentlich alle Werbeformen, die wir haben, die sind targetbar und de facto targeten wir sie auch, ob sie jetzt getargetet, gebucht werden oder nicht. Wir haben eh ein Interesse daran, dass sie ungefähr auf den Zuschauer passt. Sonst nervt sie eben, sonst wird dann eben die andere Kurve nicht mehr stimmen. Ich habe gesagt, 90%
stört die Werbung wenig. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man die Werbung ausspielt, das ist schon klar. Jetzt wollen Werber dann mit diesen Daten auch etwas anfangen. Es ist jetzt fast ein bisschen hochgegriffen, wenn ich diese Charts zeige, weil diese Praxis des Nachjustierens in der Kampagne, die ist noch relativ wenig entwickelt, aber die Tools sind halt da. Und wenn man dem jetzt ein paar Jahre gibt, die Leute ausbildet und sie die Erfolge dann auch feiern können, dann wird das dann schon irgendwann mal Standard. Nämlich, dass man also einfach so nachschauen kann, wie viel Prozentsatz des Videos wurde überhaupt angeschaut, also des Werbevideos. Und wann waren jetzt die Lastspitzen und wann wurden diese Videos genau angeschaut? Und unüberraschenderweise sieht man natürlich, dass es ungefähr auch wieder den Tagesverlauf abdeckt. Also die meisten Videos irgendwo um 19 Uhr dann angeschaut werden, eben auch Werbevideos. Ja. Und das kurz zum Mobile, einfach zu zeigen, das ist ganz simpel. Also der TV-Kanal läuft, der Nutzer zappt, der Werbespot wird eingespielt, der neue Kanal läuft. Ja. Jetzt ist also feststellbar, dass es eine Explosion von Vektoren gibt, vom Handy also zum Smart TV. Und jetzt will ich also eben diesen Fokus ein bisschen auf den Smart TV führen. Also entweder hat der Smart TV diese Fähigkeit selber eingebaut oder sie wird ihm zugestöpselt, entweder via AirPlay oder also Apple TV mit AirPlay oder sonstigen Blu-ray-Playern, die ja heute auch alle internetverbunden sein müssen, um überhaupt dem Standard zu entsprechen. Und so ist es am Schluss irrelevant, ob jetzt der Smart Screen nativ smart ist oder irgendwie angestöpselt mit Adapter smart gemacht worden ist, der wird smart sein. Ja? Und das wird schon einiges bewegen. Also jetzt allein mal die nativen Smart Screens, da ist die Vorhersage, dass in 24 Monaten rund 90% des TV-Umsatzes in der UK aus Smart Screens besteht. Das heißt, Sie müssen sich bemühen, wenn Sie einen finden wollen, der das nicht drin hat. Ja? Und in Deutschland sagt die Bitkom, dass sie etwa 5 Millionen Smart Screens in diesem Jahr verkauft werden sollen. Es gibt sicher auch andere Schätzungen, aber das ist jetzt mal eine Hausnummer. Und insgesamt bedeutet das, dass die Akzeptanzrate viel schneller ist als diejenige von PVRs. Und sie ist auch höher als diejenige von Set-Top-Boxen wie Apple TV. Die Anbindung ist inzwischen auch ganz einfach, also das Verkabelungsproblem ist eigentlich am Verschwinden. Weil es gibt ja neue Wi-Fi-Standards und das ist höllisch, was eigentlich mit Wi-Fi noch geschehen wird, was die Geschwindigkeit betrifft. Da gibt es ja auch den AC-Standard, der in Entwicklung ist. Und wenn man jetzt mal schaut, also wie reflektiert sich das dann in der Zuseherschaft? Es gibt da einfach anekdotische Evidenz. Es gibt eine Webseite in den USA, die heißt Sidereel, die begleitet TV. Also das Motto ist Find, Track, Watch, also man kann da eine Serie sich abonnieren. Die Idee ist natürlich ursprünglich, dass man vielleicht die Serie offline schaut, aber online diskutiert. Aber zunehmend sind diese Dinge ja auch online verfügbar, also kann man sie gleich auch noch schauen. Und die haben eine Umfrage gemacht, 40% der Nutzer haben inzwischen einen mit dem Internet oder dem PC verbundenen Smart TV. Das ist ein großer Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr. Man kann auch sagen, die vom letzten Jahr waren noch nicht so wirklich brauchbar. Ja. Und 30% haben ein Handy von Apple und nochmal 16% haben ein Handy mit Android drauf, die natürlich irgendwann auch den TV beschicken können mit AirPlay, ja, und ähnlichen, also DLNA bei Samsung, AirPlay bei Apple und so weiter. Also das kommt jetzt echt schnell. Ja. Ist natürlich eine Early Adopter Gruppe, die sich dort auf der Webseite tummelt, sie ist urban, sehr stark New York basiert, aber trotzdem, das kommt. Und diese Screens bieten heute schon viel. Sie bieten einen App Store, viele eingebaute Apps, Interoperabilität mit Mobile und Tablets. Die ist irgendwie magisch. Also wenn man jetzt von mir aus Sato, das kenne ich halt, einfach so auf dem Handy, auf dem kleinen Handy hat und man schiebt das rüber auf den Big Screen, das macht man ja so eine Bewegung, oder? Und dann sagt man, ich will es auf den Apple TV schicken, weil der erkennt ja, dass jetzt ein Apple TV in der Nähe ist und dann schiebt man das einfach vom kleinen Handy rüber auf den Big Screen, dann glaubt man gar nicht, dass das Bild nachher so ist wie ein PAL-Bild, weil das wird ja hochgezoomt und das Handy kann problemlos PAL verarbeiten. Das kleine Ding ist dann meine Set-Top-Box. Also das ist jetzt
so klein geworden. Das ist für mich immer wieder total frappierend. Dann haben diese Screens drei Searches. TV-Searches, also so mit Rovi oder anderen Tools, Web-Search, so à la Google, und dann PC-Zuhause-Search, insbesondere was Bildmaterial, Songmaterial und so weiter betrifft, weil das kann man sehr schön darstellen auf dem Big Screen. Frauen hassen ja meistens diese komplizierten Adapter und all das Zeugs. Und die werden auch sicher nicht den Kaufentscheid fällen. Aber wenn ein Mann es kauft, ja, und dann die Bilder der Frau drauf tut, dann bricht Begeisterung aus zu Hause. Also habe ich schon beobachtet. Und dann bieten die Schirme auch zunehmend vollen Browser-Support an. Und dann braucht es natürlich ein richtiges Betriebssystem für einen vollen Browser, und ein richtiges Betriebssystem braucht einen richtigen Chip, und dann wird es richtig teuer. Und das geht wieder nur in richtig großen Volumina. Und Sie sehen, das Ganze ist ein Kreis, der sich selber treibt. Das Ganze kann nur zur Verfügung gestellt werden, wenn quasi alle so sind. Ja, dann wird es günstig. Und sonst ist es halt einfach eher eine Randnutzung. Und es wird nicht eine Randnutzung bleiben. Aber es fehlen ein paar ganz entscheidende Dinge. Und das ist jetzt ein Plädoyer. Also wenn ich andere Charts killen muss und nicht zeigen kann wegen Zeit, das will ich jetzt unbedingt noch platzieren. Es fehlen fünf Dinge bei den Smart Screens. Das ist jetzt meine Meinung. Es fehlt ein klarer Startup-Screen. Jetzt hat man so ein klares Produkt, das TV, man schaltet es an, im Hotel ist es ja schon schlimmer, es gibt irgendwie vier Knöpfe und man soll immer gleich Richtung On-Demand gesteuert werden, aber eigentlich zeigt das, dass es nicht komplizierter sein sollte als das Hotel-TV. Und das Angebot beim Hotel-TV ist wenigstens noch TV-nah, das heißt On-Demand-Filme werden immer wieder gepusht. Ja. Defaultmäßig ist der Hotel-TV ja beim On-Demand, und wenn man quasi downgraden will ins normale Live-TV, da muss man irgendeinen Knopf suchen und dann spickt man wieder zurück ins normale Universum. Ja. Diese Smart Screen haben das überhaupt nicht so gelöst, und das ist ein Problem. Wenn man da Smart drückt, zum Beispiel beim Samsung, dann tut sich eine Welt auf und man hat den Eindruck, man ist auf einem Mobile. Das ist völlig falsch. Das überfordert den Nutzer, also das finde ich ein großes Problem. Dann zweitens Single Sign-On. Ich habe eine Roku-Box, ich schaue mir natürlich all diese Boxen an. Und Roku hat so ein vertikales System, das heißt, jede App ist ein Universum für sich selber. Das macht es einfach für Roku, weil die brauchen keine große Middleware zu bauen. Aber es ist ein Albtraum für die User, weil wenn ich jetzt eine App hinzufüge, dann sagt die mir wieder, ja, log dich ein. Dann versuche ich mich einzuloggen, dann sagt es, okay, ich schicke dir jetzt einen Code, mach es auf dem PC und dann tipp den ein wieder auf Roku. Das ist ja irre. Also dieses Pairing dieser Services mit dem Big Screen, der diese Services dann mit dem Account verlinken soll, das ist ja etwas für 15-Jährige, aber nicht für 35-Jährige oder 55-Jährige. Das ist ein Problem. Ja? Dann das Gleiche gilt für das Payment-System oder Wallet. Angenommen, diese Services haben alle irgendeinen Premium-Teil und ich will den jetzt aktivieren. Ja, ich bin ja schließlich auf dem Big Screen und da will ich alles ein bisschen besser, ein bisschen höher auflösen, ein bisschen weniger Werbung, ein bisschen mehr Auswahl und so weiter. Dann geht das nicht. Ich muss jedes Mal wieder zurück auf die Webseite und da wieder irgendwas aktivieren. Das ist unmöglich. Also ein Payment-System oder Wallet, so wie es Apple gelöst hat beim iPhone, das ist der Schlüssel, das braucht es wirklich. Dann die Kombinierbarkeit. Es ist einfach irgendwie unbegreiflich, wenn ich Dienste nicht miteinander kombinieren kann. Also wenn ich jetzt Bilder vom Flickr zeige, dann will ich doch auch Musik von Pandora dazu spielen können. Oder wenigstens Bilder von meinem Laptop. Das kann jetzt der Apple TV, aber Roku kann das nicht. Und ob es der Samsung kann, weiß ich nicht, weil der ist zu kompliziert. Ich habe es noch nicht begriffen. Und dann braucht es etwas Zündendes im Bereich Social. Was, weiß ich auch nicht. Und ich weiß es nicht, weil es eigentlich das noch nicht gibt. Es fehlt auch noch an Akzeptanz. Und an Akzeptanz fehlt es wahrscheinlich, weil einfach die Killer-App noch nicht da ist. Also die Infrastruktur wäre ja da. Mit dem Rückkanal auf dem Big Screen wäre mit den Smart TVs und den Smart Devices eigentlich die Voraussetzung zum ersten Mal geschaffen, dass man Social machen kann. Also Social gab es eigentlich über die letzten 10 Jahre nur über Handy Voting. Ja, das ist nicht wirklich Social, aber es ist immerhin Viewership Participation. Aber hier könnte man mehr machen.
Jetzt hat also Sidereal seine User gefragt und nur 25% wollen überhaupt wissen, was ihre Freunde online schauen. Und nur 10% wollen ihnen mitteilen, was sie überhaupt selber schauen. Das ist jetzt mal die momentane Aufnahme. Also ich würde sagen, Social ist eine Baustelle. Ist aber zu früh, irgendwie eine Diagnose zu stellen. Es braucht hier einfach Startups. Vielleicht ein Thema auch für heute Abend. Das ist ein Ausblick zum Angebot, also es wird mehr Vektoren und mehr Apps geben und das wird viele Marktteilnehmer stressen. Die Werber werden mehr Budget Richtung Online shiften, einfach weil es funktioniert, weil es accountable ist und es wird eine Killer Social App geben. Jetzt will ich ein bisschen Gas geben, also zu den Anbietern, wer jetzt mitspielt, was sich verändert, sicher mal die Zusammenfassung. Mindestens, also klassisches TV führt weiterhin. Ich habe noch einen Chart dazu. Aber online fesseln die Zuschauer am meisten die Angebote von Google, also YouTube vor allem, Hulu, Netflix, iTunes, ich würde jetzt auch sagen Zattoo. Ich habe auch dazu einen Chart. Und das sind eigentlich die neuen Anbieter, die jetzt mitspielen. Auch wenn jetzt andere sich irgendwie einmischen wollen, wie die TV-Hersteller, aber im Moment bieten die nichts, ja, außer eben die Fähigkeiten, Screen smart zu machen. Also hier das Chart, das finde ich einfach unglaublich kraftvoll. Man sieht hier, und das entspricht auch meiner Einschätzung, also ich sehe die Welt auch so, einfach die Dominanz des klassischen TVs. Es funktioniert einfach. Nicht mal der PVR, so etwas Geniales, ist jetzt wirklich so wahnsinnig hoch. Ja? Und es geht hier um Stunden pro Monat. Es geht hier nicht darum, wie viele Bevölkerungsanteile haben diese Dinge schon probiert. Ja? Diese Kurve wäre ganz anders. Ja? 100% hätten schon TV probiert und vielleicht 60% hätten schon PVR probiert und so weiter. Ja. Aber hier geht es um die konsumierten Stunden. Ja, es gibt noch ein Zitat dazu. Es gibt so einen Zukunftsforscher, der Roy Amara, hat ein super Zitat gebracht. Man kann es immer wieder bringen. We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. Also, Online-TV, das, was jetzt von mir aus Zattoo macht, das ist heute wichtiger, ist wichtiger in 5 Jahren als jetzt und in 10 Jahren wird es wichtiger sein als in 5 Jahren. Ja. Also es ist jetzt eine Veränderung, die so glazial langsam, aber stetig ihren Fortschritt nimmt. Ich werde das jetzt überspringen, was da Hauptsender und Nischensender machen sollen. Ich will einfach kurz noch auf die Zusehdauer bei YouTube und Hulu hinweisen, also um die 200 plus Minuten. Und auf Zattoo ist es etwa 600 Minuten, also 10 Stunden. Jetzt im Vergleich zum normalen TV, das ist jetzt für einen, der wirklich Zattoo nutzt, ja, also durchschnittlicher Zattoo-Nutzer, normalerweise Bevölkerung 100 Stunden pro Monat. Also 10-mal kleiner. Ja. Und wenn man das Ganze noch auf die Bevölkerung insgesamt ausrechnet, machen wir jetzt gerade mal 1% aus. Aber ist immerhin schon mal so groß wie ein paar Nischensender. Auch nicht so schlecht. Ja? Und es wird wachsen. Gut, mein letztes Chart eigentlich, außer dem Ausblick. Video hat Potenzial in Deutschland. Lassen Sie einfach hier die Schweiz als Vorbote dienen. Es mag auch vielleicht ein bisschen abgewandelt stattfinden in Deutschland. Aber wenn man das hochrechnet, wir sind jetzt dermaßen penetriert in der Schweiz, dass eigentlich jetzt etwa 7 Millionen in Deutschland monatlich schauen müssten. Ja? Und das schauen jetzt online bei uns vielleicht 400.000, 500.000 und dann schauen noch ein paar andere Dienste, aber sind ja nicht wirklich mit Online-TV vergleichbar. Also da ist noch Wachstum drin. Und das Gleiche gilt auch für die Devices. Ja? Also, als wir das iPhone eingeführt haben in Deutschland, das war oder vor allem das iPad, das war ein sehr großes Aha-Erlebnis und wir dachten, das ist ja schon lustig, weil in der Schweiz ist es schon akzeptiert, es ist einfach normal, dass das geht. Ja. Zu den Anbietern, also die großen Broadcaster machen es eigentlich vor, sie machen die selber, sie kooperieren auch. Die Privaten, die Großen, wollen das irgendwie kontrollieren. Es ist sehr schwierig, das Internet zu kontrollieren. Sie blockieren, was auch konsequente Anwendung von Weitersendung betrifft. Und wir denken, das wird gelöst werden.
Dann zu den Nischenanbietern. Wir denken, dass sie halt, also jetzt History zum Beispiel oder so, dass sie à la carte zulassen müssen, On-Demand-Bibliotheken aufbauen müssen. Ich kann mich nachher in Fragen oder auch befragt noch weiter dazu äußern. Die Gerätehersteller versuchen, wie ich schon sagte, jetzt irgendwie sich als Gatekeeper hier da zu positionieren, aber das funktioniert hier gerade eben bei Google nicht. Es ist nicht einfach, hier wirklich das zu lösen, vor allem wenn man die 5 Hausaufgaben, die ich jetzt gestellt habe, die 5 Dinge, die bei einem Smart Screen noch fehlen, wenn man die nicht hat, dann ist es wahrscheinlich sehr schwierig, wirklich hier wirkungsvoll zu verdienen. Also ich würde jetzt mal als erstes ein Wallet machen für einen Smart Screen. Da kann man auch wirklich verdienen, weil das sind Transaktionsgebühren, das macht dann auch Sinn. Ja. Und die Kabel und die Telco haben meiner Ansicht nach eine sehr gute Ausgangslage, weil sie liefern die Basis für all das. Ja. Ob die jetzt auch so denken, ist eine andere Frage, aber die Ausgangslage wäre eigentlich nicht schlecht. Und jetzt Anbieter wie Zattoo haben Chance für weiteres länderübergreifendes Wachstum. Gut, ich danke für Ihr Interesse.